Herzlich willkommen in meinem kleinen Home-Studio. Ich verbringe gerade sehr viel Zeit zu Hause, ihr bestimmt auch. Und deshalb dachte ich mir, ich zeige euch mal eine App, die ein sehr cooler Zeitvertreib ist. Besonders für diejenigen von euch, die gerne zeichnen oder Comics mögen oder tatsächlich Zeichentrickfilme cool finden. Ihr habt vielleicht schon mal mein Stopptrick-Video gesehen. Heute geht es um Zeichentrickfilme. Und dazu nutzen wir die App Flippeclip. Kurz ein Hinweis dazu, in Flippeclip gibt es zum einen Werbung, das heißt, manchmal müsst ihr leider ein bisschen warten, bis ihr weiter kreativ sein könnt und müsst euch kurz Werbung anschauen. Und das zweite ist, es gibt da In-App-Käufe, das heißt, manche Funktionen muss man sich erst dazu kaufen, um sie nutzen zu können. Die braucht ihr am Anfang nicht, es reichen erstmal die Grundfunktionen aus. Wenn ihr die doch nutzen wollt, sprecht einfach mit euren Eltern ab und genau, überlegt euch, ob ihr dafür wirklich Geld ausgeben wollt. Los geht's! Wenn ihr die App öffnet, sieht das so aus. Ihr müsst angeben, wie alt ihr seid. Zur Nutzung von Flippeclip sollte man nämlich 13 Jahre alt sein. Dann seht ihr zwei Beispielprojekte. Bei mir sind da bereits mehr. Mit dem Plus könnt ihr ein neues Filmprojekt starten. Ihr gebt dem Projekt einen Namen und stellt ein, in welcher Größe ihr das Video haben möchtet. Ich lasse es mal so, ihr könnt es aber auch passend für TikTok hochkant oder halt eben für Instagram machen. Dann könnt ihr noch einstellen, wie viele Bilder ihr ungefähr pro Sekunde haben wollt. Das ist aber Übungssache, das kann man also auch später noch ändern. Ich nehme mal 8 Bilder pro Sekunde. Und zuletzt könnt ihr einen Hintergrund wählen. Der kann einfach weiß sein oder ihr nutzt eine Vorlage oder fügt ein selbst aufgenommenes Bild ein. So könnt ihr zum Beispiel auf einem Ort in eurer Wohnung oder auf einem Bild, das ihr gemalt habt, animieren. So, los geht's! Ich drehe jetzt das Smartphone, weil ich dann mehr Platz zum Zeichnen habe. Links sind meine wichtigsten Tools. Mit dem Stift kann ich zeichnen oder ich wähle einen anderen Pinsel aus. Wenn ich den Punkt gedrückt halte und nach oben oder unten ziehe, wird mein Stift dicker oder dünner. Und hier kann ich die Farbe einstellen und wie dick oder dünn aufgetragen sie sein soll. Mit dem Radiergummi kann ich Teile wieder entfernen oder ich nutze den Zurückpfeil, um den letzten Schritt ganz rückgängig zu machen. Mein Tipp, mit zwei Fingern könnt ihr ranzoomen, um kleine Dinge besser zeichnen zu können und auch wieder rauszoomen für einen besseren Überblick. Mit dem Lasso kann man einzelne gemalte Teile auswählen und mit dem Kopiersymbol merken, sodass man es mit dem Einfügen-Symbol überall, zum Beispiel auf der nächsten Folie, wieder einfügen kann. Dort kann ich es vergrößern, verzerren oder verschieben. Und das mache ich jetzt mal. Leicht durchscheinend seht ihr durch die Zwiebelfunktion immer das vorherige Bild. Und jetzt immer neue Folie, einfügen, verschieben. Neue Folie, einfügen, verschieben. Und das schnelle Ergebnis sieht dann so aus. Jetzt male ich dem Smiley mal schnell einen Freund. Hier kann ich die Fläche, also sein Gesicht, mit diesem Tool ausfüllen. Außerdem kann ich hier Text einfügen. Farbe, Größe und Schriftart verändern oder den Text spiegeln und wieder löschen. Mein Tipp, nutze das Lineal-Tool. Damit kann man nicht nur Linien malen, sondern auch perfekte Kreise. Größere oder kleinere, je nachdem, wo man mit dem Finger ansetzt. Noch ein Tipp, wenn ihr lange das nächste Folie-Symbol gedrückt haltet, könnt ihr einstellen, ob jedes Bild wieder komplett leer sein soll oder ihr immer das letzte wiederholen und daran weiterarbeiten wollt. Je nachdem, was ihr vorhabt, könnt ihr das umstellen. Mit einem Klick auf das Audio-Symbol könnt ihr auch Geräusche, Musik oder Gespräche hinzufügen. Das geht am besten, indem ihr das Smartphone hochkant nehmt. Mit dem Plus kann jetzt etwas hinzugefügt werden. Für Geräusche aus der Datenbank zahlt man allerdings extra. Daher benutze ich später nur das Mikrofon und nehme selbst etwas auf. Noch ein letzter Tipp, bevor wir richtig loslegen. Hier kommt ihr in die Einstellungen. In der Bilderansicht hat man einen guten Überblick über alle Bilder. Man kann sich ein Gitternetz als Zeichenhilfe einstellen oder den Zwiebellook ausstellen, wenn man das letzte Bild nicht halbdurchlässig sehen möchte. In den Projekteinstellungen kann man zum Beispiel die Bildrate anpassen. So, jetzt geht's los. Das ist Kai. Kai wird uns gleich zuwinken. Dazu wähle ich den Körper mit dem Lasso-Tool aus, kopiere ihn und male erst jetzt die Arme. So kann ich die Arme in jedem Bild neu anpassen. Auf dem nächsten Bild füge ich den Körper ein und wieder male ich die Arme.
Wenn mir etwas nicht gefällt, passe ich es nochmal an. Winken kann Kai jetzt schon mal. Jetzt soll er noch grüßen. Außerdem bekommt Kai Augen, die sich bewegen. Das macht die Figur einfach lebendiger. Jetzt kommt mein Pro-Tipp. Ich füge unten rechts eine neue Schicht hinzu. Das ist, als würde man zwei Folien haben. Man kann entweder die eine oder die andere Folie oben haben. Auf eine zweite Schicht male ich eine Wiese und weil diese hinter der ersten Schicht ist, kann ich die Füße noch sehen. Die füge ich auf jedem Bild ein und so sieht das dann aus. Jetzt male ich noch sich bewegende Wolken, damit man sieht, wie die Zeit vergeht. Auch die sind auf einer neuen Schicht. Das ist sehr praktisch, so kann ich hier radieren und radiere nicht aus Versehen die Figur weg. Außerdem soll meine Figur ja Hallo sagen. Dazu kann ich eine Audioaufnahme machen. Ihr könnt auch mehrere Aufnahmen machen, das zeige ich euch aber mal anhand eines anderen kleinen Zeichentrickfilms, den ich vorher schon fertig gemacht habe. Yeah. Um den Film fertigzustellen, gehe ich oben auf die drei Punkte und dann auf Film erstellen. Ich kann einstellen, ob ich ein GIF erstellen möchte, das ist dann aber ohne Ton. Oder eine MP4-Datei, das ist ein ganz normales Videoformat. Bei Android-Geräten ist jetzt das Video automatisch in der Galerie gespeichert, bei iOS-Geräten muss man das erst noch anklicken. Und so sieht der fertige kleine Film dann aus. Hello! Ich wünsche euch viel Spaß beim Kreativsein und für mehr solche Videos, stellt euch mal ein Abo ein.